Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video zeige ich, wie ich Puppenhaare für eine 30 cm große Puppe häkle. Dasselbe Prinzip wende ich auch bei allen anderen Puppengrößen an. Sie können das Schnittmuster und die Nähanleitung für die 30 cm Puppe und viele andere Puppengrößen und Schnittmuster in meinem Shop herunterladen. Die Links sind in der Videobeschreibung. Wickeln Sie den Faden zweimal um Ihren Finger. Legen Sie den hinteren Faden über den vorderen und noch einmal den nun hinteren über den vorderen Faden. Nehmen Sie den nun hinteren Faden mit der Häkelnadel auf und Sie haben die Anfangsschlaufe. Häkeln Sie eine Luftmaschenkette, die lang genug ist, um die Mitte des Puppenkopfes zu passen. Häkeln Sie eine Hebeluftmasche und dann einen Schlingstich in jede Masche der Runde.
Schneiden Sie den überstehenden Faden ab. Beenden Sie die Reihe mit einer Kettmasche. Häkeln Sie eine Hebeluftmasche, legen Sie den Maschenmarkierer auf die erste Masche der Reihe und häkeln Sie dann einen Schlingstich in jede Masche der Runde. I find the more I argue with Amanda, the more she's opened up and is nice to me. You know? I know, I noticed that too. It's so weird. The more she respects you.
But she also has this funny thing that you have too sometimes. Whenever someone says something, you make a decision about, okay, I'm not going to say that anymore. I know, I saw that. I recognized that myself in that as well. So I thought, oh, come on. That's how I feel, aren't they? Sometimes. Well, you do on that comment. Like, I mean, that person said that really nice comment about you, and then you go, oh, I'm not clear enough or something. That's a good comment. Yeah, for the bad, don't we? Yeah, it's sad. Beenden Sie die Reihe mit einer Kettmasche. Platzieren Sie den Maschenmarkierer eine Reihe weiter nach oben, häkeln Sie eine Hebeluftmasche und dann einen Schlingenstich in jede Masche der Runde.
Beenden Sie die Reihe mit einer Kettmasche. Platzieren Sie den Maschenmarkierer eine Reihe weiter nach oben, häkeln Sie eine Hebeluftmasche und dann einen Schlingstich in jede Masche der Runde. Beenden Sie die Reihe mit einer Kettmasche. Platzieren Sie den Maschenmarkierer eine Reihe weiter nach oben, häkeln Sie eine Hebeluftmasche und dann einen Schlingenstich in die nächsten 7 Maschen, überspringen Sie eine Masche und wiederholen Sie dies. Überspringen Sie eine Masche, häkeln Sie jeweils einen Schlingenstich in die nächsten 7 Maschen, überspringen Sie eine Masche und so weiter.
beenden Sie die Reihe mit einer Kettmasche. Ich glaube, ich habe hier aus Versehen eine einfache feste Masche gemacht. Ups, Sie müssen das aber nicht machen. Platzieren Sie den Maschenmarkierer eine Reihe weiter nach oben, häkeln Sie eine Hebeluftmasche und dann einen Schlingenstich in die nächsten 6 Maschen, überspringen Sie eine Masche und wiederholen Sie dies. Überspringen Sie eine Masche, häkeln Sie jeweils einen Schlingenstich in die nächsten 6 Maschen, überspringen Sie eine Masche und so weiter. Beenden Sie die Reihe mit einer Kettmasche. Platzieren Sie den Maschenmarkierer eine Reihe weiter nach oben, häkeln Sie eine Hebeluftmasche und dann einen Schlingenstich in die nächsten 5 Maschen, überspringen Sie eine Masche und wiederholen Sie dies. Überspringen Sie eine Masche, häkeln Sie jeweils einen Schlingenstich in die nächsten 5 Maschen, überspringen Sie eine Masche und so weiter.
beenden Sie die Reihe mit einer Kettmasche. Platzieren Sie den Maschenmarkierer eine Reihe weiter nach oben, häkeln Sie eine Hebeluftmasche und dann einen Schlingstich in die nächsten vier Maschen. Überspringen Sie eine Masche und wiederholen Sie dies. Überspringen Sie eine Masche, häkeln Sie jeweils einen Schlingenstich in die nächsten vier Maschen, überspringen Sie eine Masche und so weiter. Beenden Sie die Reihe mit einer Kettmasche. Platzieren Sie den Maschenmarkierer eine Reihe weiter nach oben, häkeln Sie eine Hebeluftmasche und dann einen Schlingenstich in die nächsten drei Maschen. Überspringen Sie eine Masche und wiederholen Sie dies. Überspringen Sie eine Masche, häkeln Sie jeweils einen Schlingenstich in die nächsten drei Maschen, überspringen Sie eine Masche und so weiter.
Beenden Sie die Reihe mit einer Kettmasche. Platzieren Sie den Maschenmarkierer eine Reihe weiter nach oben, häkeln Sie eine Hebeluftmasche und dann einen Schlingenstich in die nächsten zwei Maschen, überspringen Sie eine Masche und wiederholen Sie dies. Überspringen Sie eine Masche, häkeln Sie jeweils einen Schlingenstich in die nächsten zwei Maschen, überspringen Sie eine Masche und so weiter. Immer abwechselnd. Beenden Sie die Reihe mit einer Kettmasche. Häkeln Sie eine Hebeluftmasche und dann einen Schlingenstich in die nächste Masche, überspringen Sie eine Masche und wiederholen Sie dies, bis die Perücke oben geschlossen ist. Immer abwechselnd. Schneiden Sie das Garn ab, ziehen Sie das Garnende durch die letzte Masche und vernähen Sie das Garn mit einer Wollnadel. Fertig. Die Frisur sitzt. Sie können nun entweder die Schlingen so lassen, wie sie sind, oder sie auseinanderschneiden, je nachdem, welchen Look Sie bevorzugen. Geschafft! Die Perücke ist nun fertig. Im nächsten Video zeige ich, wie wir die Perücke an den Kopf annähen.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte geben Sie mir einen Daumen hoch, abonnieren Sie den Kanal und folgen Sie mir auf Facebook, Instagram und Twitter, wenn Sie mögen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!